MC Bastard ist der Mike, lasst euch jetzt von mir verführen, öffnet das Tor zur dunklen Welt. Okay, Spaß beiseite. Moin Moin und herzlich willkommen hier Faust am Start zu einer weiteren Talkrunde. Warte mal, ich muss mal irgendwie die Kamera, ich weiß nicht, in Position bringen. Und ich muss vor allen Dingen mal lernen, in die Kamera zu gucken, damit ihr denkt, ich habe Augenkontakt mit euch. Erstmal gucke ich schon wieder nicht in die Kamera. Erstmal, Entschuldigung, dass die Talkrunde nicht wie üblich so Mittwoch kommt. Wir haben ja jetzt schon Freitag. So, Kamera gucken. Wir haben ja schon Freitag. Ging halt nicht. Thema heute. Ich habe sturmfrei, also nicht ganz sturmfrei. Meine Freundin ist mit dem Kleinen jetzt die Nacht in die Türkei geflogen. Ich habe jetzt noch die Kleine hier, obwohl jetzt gerade nicht. Die ist jetzt im Kindergarten. Hat aber heute auch den letzten Tag Kindergarten, weil dann ist, dann kommt die nämlich auch in die Schule. Also deswegen, was habe ich sonst zu erzählen? Ja, erstmal werde ich gleich meinen scheiß Schreibtisch aufräumen. Der sieht so scheiße aus. Ich hoffe, der Ventilator stört gerade nicht. Ja, da. Ja. Ich hoffe, der bläst. Ich mache den mal am besten einfach mal aus. So. Guck mal, da habt ihr auch schon wieder die Küche gesehen. Oh Gott, wie peinlich. Oh Gott, oh Gott. So, wieder andere Position. Was gibt's denn? Ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Außer, dass meine Freundin mit dem Kleinen weg ist. Ich habe jetzt 12 Tage meine Ruhe. Die Kleine ist pflegeleicht. Alles kein Problem. Mit der komme ich gut klar. Die liebt mich. Wir gehen auch am Sonntag Eis essen. Und So, heute werde ich meinen Schreibtisch, wie gesagt, aufräumen. Werde ich meinen ganzen Schreibtisch vorziehen. Alles hier Monitor und Staubwischen ist hier mal ganz, ganz wichtig. Dann werde ich meinen Rechner auch komplett hier abmachen, die ganzen Kabel. Werde ich ihn da hinten auf den Tisch stellen und dann werde ich den von innen mal sauber machen. Was gibt es eigentlich kanaltechnisch zu erzählen? Eigentlich gar nichts, ne? Ich habe Walking Dead schon länger nicht mehr aufgenommen, deswegen ist da jetzt auch die letzten Tage nichts von gekommen. Aber guckt sowieso keine Sau, von daher scheiß drauf. Fallout 4 wird geguckt, finde ich auch einigermaßen akzeptabel. Ach scheiße, ich muss noch ein angespieltes Video aufnehmen. Da habe ich nämlich noch ein Spiel. Werde ich nachher auch noch machen. Vielleicht mache ich das jetzt, bevor ich den ganzen Schreibtisch auseinandernehme. Muss ich mal gucken. Wird auf jeden Fall heute wahrscheinlich noch passieren. Hab eigentlich nichts zu erzählen. Ach so, ihr habt ja jetzt gerade am Anfang die Musik gehört, ne? Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Mein Gott, Spotify, du gehst mir um den Sack, wenn du da kein Premium-Abo hast, ne? Dann ging hier so am Sack mit der Werbung. Jedenfalls, vielleicht hat es ja irgendwie einem die Musik gerade gefallen. Obwohl das Lied jetzt auch schon bestimmt 20 Jahre alt ist. Also wenn das irgendwie einen Geschmack getroffen hat, dann folgt doch meiner Spotify-Playlist. Da sind, ich habe gar keine Ahnung wie viele Lieder, 148 Songs bisher und ich habe schon 11 Follower. Warte mal. So. Ne, Dr. Faustus der Chirurg, ja, so heißt die Playlist. Link. Wenn ich es nicht vergesse, unten in der Videobeschreibung, aber ich vergesse halt sowieso wieder. Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Habe ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Die nächsten 2 Wochen wird es hier über 30, 32, 33 Grad, teilweise nachts nicht mehr unter 20. Ich habe keine Lust mehr. Was willst du machen? In ungefähr einem Monat, ab Mitte August, geht es so langsam bergab. Ab September wird dann wieder wirklich tatsächlich kühler. Freue ich mich da schon drauf, aber ist noch lange hin. Ich hatte mal erzählt, ich glaube in meiner ersten Talkrunde, also in der ersten Folge von der Talkrunde, hatte ich mal erzählt, dass ich eine Umschulung beginne in Richtung IT, EDV, so, ne? Und die wohl am 1. September startet. Nee, die startet früher. Und zwar, jetzt muss ich selber mal gucken,
Am 6. August, glaube ich, war das, ne? Warte mal, 5. Ja, am 6. August startet das nämlich schon für mich. Und ich hatte ja eh schon erwähnt, dass August eh komplett bei mir Sommerpause ist. Ja, jetzt definitiv. Also führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. In diesem Sinne ist auch schon eigentlich alles, ne? Ja. Wie gesagt, Spotify, Playlist mal folgen, wenn ihr Bock habt. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht viel erzählt heute. Außer dass mein Schreibtisch aussieht wie ein Haufen Scheiße. Und ich den unbedingt mal entstauben und aufräumen muss. Und das werde ich jetzt gleich machen. In diesem Sinne, haut rein, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin weg. Ciao.